damit wir unauffällig bleiben. Und im Moment verhindere ich, dass die Öffentlichkeit das Ausmaß der Gefahr mitkriegt. Das ist doch schön, macht Sinn. Und hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part, zum sechsten Part. Und zwar musste ich gerade durch Zufall ich habe gerade das Funkdings da Gerät angemacht, aus dass wir gewinnen. Dann sind zivile Unruhen auch unser kleinstes Problem, oder? Vielleicht. Stört der Feind nicht die gesamte Kommunikation? Schon, die Massenübertragungsgeräte werden gestört. Ihre Reichweite beträgt nur 5% des Normalwertes. Und wie wollen Sie dann? Unser Equipment ist deutlich robuster. Wir liegen nach wie vor bei fast 90% Reichweite. Das Beste vom Besten eben. Was weiß die Bevölkerung? Man ist besorgt wegen der Funkstörungen, aber unsere Einsatzkräfte in den Großstädten sorgen für Ruhe. Sorgen für Ruhe? Klingt ja fast, als hätten die das Kriegsrecht verhängt. So drastisch gehen sie nicht vor. Sie führen Katastrophenübungen durch. Es herrscht gespannte Ruhe. Danke für die Information. Gehört zum Job. Ach, muss ich jetzt nochmal... Ich habe mir... Ja, genau. Im Radio sind seltsame Signale zu hören. Wissen Sie, was die bedeuten? Hab's gehört, ja. Wahrscheinlich eine automatische Wetterstation. Oder auch Anweisungen, wie man ein schwächeres Signal empfängt. Ein cleverer Funker kann so die Störungen reduzieren. Vielleicht Überlebende. Wir könnten sie herholen. Wir sollten das prüfen. Operator Hughes bedient den Funk und Sie geben uns die Daten durch. Legen Sie erst die Reichweite auf. Was? Reichweite auf 100. Und die Richtung? Oh, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Was wollt ihr denn von mir? Nur Osten, Alter. Die Frequenz? Was, Mann? Weiß ich's auch nicht. Frequenz auf 892 MHz. Teste Ultrakurzwelle. Ich hab sie schon genug aufgehalten. Ja, Sir. Ja, nee, Digga, was ist denn das, Mann? Ich hab jetzt keinen Bock, hier den Funk ewig, um mir das aufzuschreiben. Und da komme ich doch hier zu nichts. Dann hänge ich hier noch 2 weitere Stunden fest in dem Gebäude. Und das wird dann ultra langweilig. Und das möchte ich aber auch nicht. So, wo muss ich hin? Ich kann... Ernsthaft muss ich jetzt wirklich mit ihr darüber reden. Oh. 250 November 892. Was ist wohl? Ich sehe mal nach, was der Alte will. Bis später, Will. Warum der Alte und weißt du, was hat sie damit zu tun? Und wo ist der Alte jetzt? Ich will hier mit einem reden, verdammt. Da oben! Wie komme ich da hoch? Ach, dieses Spiel macht mich doch fertig. Ich muss bestimmt hier durch, oder? Ja, na klar muss ich da durch. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wo ich lang muss. Hier geht's nicht weiter. Ach doch, okay, hier geht's weiter. Sie waren noch dabei. Sie haben selbst gesehen, wozu er fähig ist. Ja, ja, aber... Okay, geht seine das schon wieder an. Geben wir mal wieder einen Zwischendirektor. Diesmal nicht. Ich habe eine Spezialistin hinzugezogen, die das Blatt wenden wird. Ich darf Ihnen Ihre neue Vorgesetzte vorstellen. Miss Angela Weaver. Agent Weaver, fangen Sie an. Guten Abend allerseits. Wir haben Grund zu der Annahme, dass unser Ziel... Ich versichere Ihnen, ich mache keine Witze über mögliche Unterwanderung. Installation des Sicherheitssystems fast abgeschlossen. Der autarke Überwach
Das autarke Überwachungssystem wurde in mehreren Haupträumen und den Fluren installiert. Es deckt damit alle wichtigen Bereiche des Stützpunktes ab, so wie die was und wie sie wünschen haben. Und wie sie wünschten, haben wir in ihrem Büro ein Kontrollsystem dafür eingerichtet. Super, Aufnahmen sind ebenfalls möglich, aber einige Mitarbeiter haben Bedenken wegen Kameras und Wohn- und Hygienebereichen geäußert. Ich habe ihnen geantwortet, ich hätte Verständnis dafür, aber wenn es um mögliche Infizierte geht, könnten wir gar nicht vorsichtig genug sein. Sie können davon ausgehen, dass sich die komplette Überwachungssystem in Kürze einsatzbereit ist. Punkt. So. Ja, das... Mann, im Moment ist mir das echt zu viel Gequatsche. Agent Weaver hat Sorge, dass Sie kein Teamspieler sind. Ich sehe das hier als Vorteil. Ja. Optimist hier. Was wollen Sie von mir, Sir? Sie sind nicht zufällig in dieser Anlage. Sie sind aus gutem Grund hier. Ich verfolge Ihre Karriere schon seit längerem. Wieso ich? Ich sitze hinterm Schreibtisch seit... nun, einiger Zeit. Ja, aber vor dieser Zeit waren Sie ein höllisch guter Agent. Und noch was. Ich weiß, wieso Sie am Schreibtisch saßen. Die Führung hat mich abgeschoben. Klar, die Führung hat es entschieden, aber Sie selbst haben sich damit abgefunden. Ich brauche kein Psychogelaber mehr. Ich hatte genug Psycho-Onkels um mich nach dem Zwischenfall. Es war ein Unfall, Carter. Sie konnten nichts tun. Ja, ja, ja. Und gleich sagen Sie, ich kann nicht jeden retten. Dazu ist es zu spät. Aber Sie können einige retten und das könnte jetzt schon ausreichen. Okay. Okay, ich bin dabei, Falk. Aber nur, weil Ihre Zirkusnummer hier vermutlich die letzte Verteidigungslinie unserer Nation ist. Das macht Sie zu einer der besten Waffen der Nation. Wie gehen wir vor? Zuerst müssen wir die Anlage auf volle Kapazität bringen. Unsere beste Chance gegen einen Feind mit überlegener Technologie ist, ihm eben diese Technologie abzujagen und sie uns zu eigen zu machen. Okay. Und wir haben die Mittel, das zu erreichen? Das Labor ist noch im Aufbau. Aber einer der Besten leitet das Team, Dr. Dressner. Und er steht nicht allein. Ich stelle gerade Teams für Aufklärungs- und Rekrutierungseinsätze für andere Spezialisten zusammen. Wozu ist das alles gut hier? Ich meine, wenn gerade mal keine Aliens unseren Planeten überfallen. Im Grunde erfüllt diese Anlage jetzt ihren ureigenen Zweck. Sie wurde eigens dafür geschaffen, einer möglichen Invasion unseres Landes zu begegnen. Arbeiten all diese Leute hier? Nein. Normalerweise arbeitet hier nur eine Kernbelegschaft. Aber sorgfältig ausgewählte Kräfte aus allen militärischen Bereichen wissen von der Existenz dieser Anlage. Im Fall einer Invasion haben sie Befehl, sich hier einzufinden. Ich wusste nichts von diesem Ort. Tja, im Lichte ihrer Leistungen bei Groom Range würde ich dies als schweren Fehler bezeichnen. Was wissen wir über den Feind? Sehr wenig. Vor heute gab es nur einzelne Auffälligkeiten. Wir wussten nicht mal, ob sie zusammenhängen. Und welche? Überall im Land wurden Depots mit der Substanz namens Illyrium gefunden. Es gab Wetteranomalien. Wir überprüften Berichte über sogenannte Ausdünnungen. Das sind örtliche Erscheinungen, wo sich die Struktur der Realität selbst zu verzerren und aufzulösen schien. Und das blieb geheim? Wem gegenüber? Der Bevölkerung? Die Nachricht hatte eine Massenpanik ausgelöst. Nein, der Kreis wurde sehr klein gehalten. Ich gehe runter in den Bereitschaftsraum. Das Silber wird Ihnen dort helfen, ein Team zusammenzustellen. Los jetzt. Okay, also muss ich jetzt Agent da Silva treffen und mir ein Team zusammenbauen. Ja, zusammenbauen hört sich gerade das falsche Wort jetzt, aber zusammenstellen und ein Dokument im Mülleimer. Hey, soll ich das auch noch schnell vorlesen? Man, das sind schon das zweite textlastige Let's Play. Ja, wenn ja gut, das gehört ja zum Spiel dazu, ne? Seit ich meine Unterkunft bezogen habe, sind mehrere Mitarbeiter aufgefallen, die nach der Benutzung der Waschräume diese sofort verlassen, ohne die Hände zu waschen. Das zeugt nicht nur von einem allgemeinen Mangel an Höflichkeit gegenüber den Kollegen, sondern auch unhygienisch. Ja, das stimmt, obwohl mir klar ist, dass ihnen das angesichts unserer größeren Probleme unwichtig vorkommen mag, kann ich die Bedeutung der Körperhygiene gar nicht genug betonen. Wie wollen wir die Feinde von außerhalb unserer Erde besiegen, wenn wir nicht mal Bakterien auf unserer Haut richtig bekämpfen? Wirklich kennen Sie diese wertvollen hygienischen Anmerkungen nicht unter dem Teppich. Mit besorgtem Grüßen, Edmund.
Ja, das ist schon richtig, wenn man die ganze Zeit mieft und ey, den kennen wir doch, den alten Sack. Bam und tot. Entschuldigung, aber... Nee, aber... Dick Kennedy. Cool. Ich muss bestimmt wieder runter, ne? Okay, ja. Ich glaube, das Blaue ist immer so ein optionaler Pfeil. Also ich muss da jetzt nicht hin, aber... Jetzt kann ich da auch gucken. Willkommen an Bord, Sir. Yeah. Wie sehen die aus? Ich habe gehört, einige sehen aus wie wir. Unsinn, ich habe sie gesehen. Sie sehen aus wie, ich weiß nicht, wie Monster oder so. Okay, kann ich noch nicht rein? Es ist in das Sky Ranger Bay und für eine Ready Room Laboratory. Ist auf der, das Labor ist auf der Seite scheiße. Ich glaube, dann sehe ich hier jetzt erstmal keine Aliens. Verlaufen? Die Bereitschaft ist da. Ja, weiß ich doch. Es gibt doch nur den einen Weg. Ich meine, wenn ich wirklich... Jo. Ach nee, so eine Puppe. Ja, Direktor. Ich sag's ihm gleich. Ja, chillt mal. Ich will erstmal hier mein Foto untersuchen.